Mal angenommen, ihr seid mit euren Freunden unterwegs und habt kein Geld und es ist euch zu blöd zu fragen, kannst du mich mal einladen oder kannst du mir was borgen? Wie kann man das auf eine witzige Weise trotzdem erreichen, dass ihr trotzdem ein kleines Getränk kriegt? Bietet eure Freunde eine Wette an. Ihr habt natürlich immer dabei, ein Zollstock ist ja klar und ein Messer. Und ihr sagt einfach, Jungs, ich kann diesen Zollstock auf das Messerspitze legen. Das Ende vom Griff lege ich auf die Tischkante und es wird nicht runterfallen. Glaubt ihr es mir oder glaubt ihr es mir nicht? Und dann werden sie sagen, mach mal. Dann kannst du sagen, mach du mal. Guck mal. So oder so. Ist doch super. Oder so. Hält schon mal besser. Naja, die Schwerkraft gibt es auch noch. Also, was machen wir? Ganz einfache Physik. Wir müssen den Schwerpunkt des Zollstocks hinter den Griff verlagern. Wir klappen den aus auf 1 Meter, schieben die Spitze hier herein. Und legen den Griff auf die Kante. Klappt? Ah ja, ich muss das genau in der Winkelhalbierenden haben, damit. Ja, was sagen wir? Der Zollstock schwebt. Ohne Netz und ohne doppelten Boden. Gut, euer Getränk ist gesichert. Danke. Ja, Freunde. Und dieser Zollstocktrick, das ist ja nicht nur einfach eine Spielerei. Diese tolle Weinhalterung basiert genau auf diesem Prinzip der Schwerpunktverlagerung über den Mittelpunkt hinaus.